Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Halo Anniversary. Ja, wir machen einfach direkt da weiter, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Wir retten die letzten Crewmitglieder, die sich hier in dieser Struktur versteckt haben. Ruhig halten! Ruhig halten, ja, dann Feuer, mehr, weil ich krieg auf den Sack. Das ist die Frage. Sollen wir erstmal ein bisschen rumfahren, Leute, oder... Ja, wir... Wisst ihr was? Wir fahren rum. Oder bleiben stehen und hinter uns sind auch noch Gegner. Okay, es könnte ein bisschen schwieriger werden. Dann schießen wir einfach mal drauf. Ja, einfach da drauf. Okay. Das ist eine der kritischen Stellen gewesen damals. Schieß einfach drauf, Marine. Schieß einfach drauf. Einfach drauf schießen. Ich bin zwar No-Shield, aber das ist jetzt scheißegal, weil, normalerweise will ich den, kann ich den Water hier rüberfahren, aber wenn er dann da runterfällt, ist halt auch scheiße, ne? Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchsuchen. Ach, da ist schon wieder einer gewesen. Ja, das wusste ich natürlich nicht gesehen. Marine, ihr haltet hier draußen die Stellung. Ja, ihr werdet sterben. Das habt ihr gut. Wie wechselt man hier in dem Spiel nochmal Granaten? Mit B, okay. Nein, niemand schießt auf Marines, wenn ich hier bin. Aber danke, Marines, dass ihr eine Granate ge... Ja, meine Schuld, wow. Geil. Hässlicher Marine-Pisser. Siehst du ihn? Ich wusste, dass einer an Bord war. Ja, ich war an Bord, der Chief, Marines, der Beste. Zusammen zur Evac, und zwar pronto. Hilfe. Läuft. So, einfach mir hinterher, Marines, einfach mir hinterher. Dann kann euch nicht mehr passieren, als es jetzt schon passiert ist. So. Der Chief, der Retter in Not. Bastard. So. Da hinten ist mein Warthog. Die Frage ist, ob meine Marines von meinem Warthog eigentlich danach ja noch mitkommen oder ob die einfach im Warthog bleiben. Das wäre interessant. Hau drauf. Da. So, da hinten gab's Leben. Das habe ich vorher eingesammelt. Neue Daten aus dem Netz der Allianz. Ich habe Captain Keys gefunden. Das ist gut. Er ist auf einem Kreuzer der Truth and Reconciliation. Den habe ich zusammengeschossen, bevor wir von der Autumn runter... Na gut, gucken wir mal, wo V-Hammer gammelt. Ich weiß sogar, wo V-Hammer ist. Da fahren wir jetzt nämlich hin. 300 Kilometer von hier gelandet. Ja. Zweite Mission ist sogar die beste, meiner Meinung nach. So, V-Hammer landet hier. Das ist der Grund, warum wir auch hierher fahren. Kann sein, dass mein Passagier gestorben ist. Rein da und weg hier. Willkommen an Bord, Master Chief. Bereit für Abtransport. Gut. Dann alle rein, alle rein. So. Auf geht's, Lieutenant. Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz. Aber... V-Hammer ist kein Lieutenant, V-Hammer ist Captain. Und dementsprechend höher. Ist egal. Wahrscheinlich hat er mit Lieutenant Fry geredet, dem untergeordneten Kommandeur oder dem untergeordneten Leutnant auf in was? Von Echo 419. Jetzt. Der Feind hat Captain Keys gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuzer, der Truth and Reconciliation, fest. Das Schiff befindet sich zurzeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plateaus. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Es gibt einen Gravitationslift, mit dem Truppen und Nachschub transportiert werden. Der ist unsere Eintrittskarte. Sobald wir im Schiff sind, müsste ich das Signal der Neuralimplantate von Captain Keys orten. Okay, wir haben... Tempo Marines! Los, los, los! Ich finde halt cool, wie
Wenn man sich überlegt, so sah das früher aus und für mich sah es halt damals so geil aus. Für mich sah das damals schon so aus. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Schlage vor, dass sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfahre. Ja, das ist eine gute Idee. Bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Like, ernsthaft, sie haben es nicht gecheckt? Ich treffe ihn nicht, wenn er dauernd rumrennt, der Bastard. Der muss mal aufhören, sich zu bewegen. Jetzt schießen Marines. Früher sind die Marines immer in die Schussbahn gelaufen. Was echt richtig behindert war, weil... Oh. Ja, ich habe das Shade da hinten natürlich mal wieder voll außer Acht gelassen. Noch mehr von denen. Achtung, einer rennt zum Geschütz. Welchem Geschütz? Macht sie fertig. Und los. Ja, genau. Den habe ich erledigt. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen wenig geredet habe, aber Sniping, ja. Okay, das war Verschwendung von Sniper-Ammo. Wisst ihr was? Warum muss man das Ducken ausschalten gerade? Jetzt läuft's. So, auf den Sack. Oh, was, wo? Du willst auf den Sack kriegen? Dann kannst du auf den Sack kriegen. Ich sehe nicht mal, wo ich hinschieße, Leute. Ah, da sind ein paar. Ich sehe es nur, weil das Fadenkreuz rot ist. Wisst ihr was? Ich gehe einfach per Sturmgewehr nach vorne. Es läuft einfach besser. Seht ihr, es ist einfach... Nicht cool. Ja, wir haben es geschafft. Ihr seid echt direkt hinter mir. Ey, du Hurensohn. Naja, ich habe ihn auf jeden Fall erledigt, den Fetten. Granaten fliegen, Gewehre schießen. Ah ja, das ist doch, was man unter guter Unterhaltung versteht. Oder Leute? Das ist gute Unterhaltung. Auch wenn man mit dem Snipergewehr mehr hätte machen können, als ja, wenn ich den treffen würde, zum Beispiel mit meinem Sniper. So, da, so geht's auch. Ich sag schon, es ist eine Noob-Sniper und ich treffe damit selbst nicht. Naja. Naja. Aber ihr kennt mich ja, Leute. Failen liegt in meiner Natur. Oh, ich glaube, dann kommt nachher bald jetzt eine Unsichtbarkeit. Oh, da lebt noch wer. Alter, wie die Marines zu unfähig sind, einen Schakal zu töten, Mann. Okay, ich muss mein Licht ausmachen, weil die Batterie leer wird. So. Allianz voraus. Über den linken Pfad müssen wir sie unbemerkt umstellen können. Aber Leute, ernsthaft? Früher habe ich gedacht, eieiei. Für mich war das alles extrem, extrem geil. Ich meine, klar macht das so mehr Sinn, aber... Ja, wie wäre es, wenn ihr mich zuerst hättet schießen lassen, aber okay. Ich weiß. Ja. Jetzt habt ihr Wichser natürlich schon so viel geschossen. Ich hab ihn doch getroffen. Was? 46 für Sniper. Ja, dann ist die Sniper-Muni anscheinend doch nicht so schade, sie ein bisschen öfter zu benutzen. Alter, ernsthaft? Gibt's doch nicht! Das Solid man nicht trifft. Der Chief hat die linke Flanke abgedeckt. Schlage vor, dass sie in der Mitte vorrücken. Alter. Ja, das wollte ich einsammeln. Weil ich nicht weiß, dass, weil die jetzt nicht wissen, wo ich bin, weil ich unsichtbar bin. Alarm. Landungsschiffe der Allianz im Anflug. Blöderweise weiß nicht mal ich, dass ich, wo ich jetzt bin, deswegen.
Nein, es geht schon. Ich muss mir nur noch einen gescheiten Platz suchen, weil Landungsschiff der Allianz. Und jetzt kann ich die dann snipern, weil ich unsichtbar bin. Aber meine Unsichtbarkeit verpisst sich jetzt auch irgendwann. Ich weiß nur noch gar nicht wann. Jetzt. Aber ich habe noch 36 Kugeln für die Sniper, also insgesamt 40. Mit denen im Magazin, also das sollte reichen. Der ist tot. Was? Die sind schon tot. Ernsthaft jetzt? Das war's schon. Okay. 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 Gut, es geht hier runter und. So. So macht man das. Okay, auch wenn ich auf den Sack dabei geklickt habe, aber ist mir egal. Ist mir egal. Ich bin trotzdem besser. Du Hurensohn, bleib mal stehen. Hier drüben. Oder bleib auch nicht stehen. Habe ich ihn getötet, ist er nicht tot. Okay, er ist tot, dann. Das war, was ich wissen wollte. Danke, Grunt. Oh ja, das ist jetzt. Das wird eine lustige Episode. Ich weiß sogar schon, wie ich die Episode nenne. Denn es kommen Jäger. Und bis jetzt war ja ich. Entschuldigung. War ich ja überaus dominant. Doch jetzt wird sogar der Allianzjäger zum Gejagten. Ja, ich musste den Titel kurz bringen. So, da oben ist noch so ein Shade. Ich hab's doch getroffen, du Bastard. Ah, so geht's auf. Was? Die gehen jetzt alle auf mich. Granate. Oh, die Granaten haben aber ordentlichen Bums. Hurensohn. Nein. Wow. Yes. Das war natürlich gut gespielt von mir. Auch wenn ich mich manchmal komisch und monoton anhöre, entschuldige ich mich dafür. Aber es ist teilweise relativ intensiv, dieses Spiel. Deswegen muss ich mich dann noch ein bisschen konzentrieren, weil ich versuche, gut zu spielen für euch. Die Frage ist natürlich, was hättet ihr lieber? Dass ich gut spiele oder mehr rede? Wahrscheinlich eher reden. Aber, Alter, gibt's nicht! Okay, doch. Zuletzt noch. Okay, mal nachladen. Alter. Hör auf, dich zu bewegen, du Missgeburt. Ich wollte dich töten. Du musst sterben. Durch meine Hand. Ich bin der, der tötet. Ich bin der tötet. Hurensohn. Ja, jetzt habe ich ihn getötet. Jetzt bin ich zufrieden. Sniper nachladen. Ja. Ja. Und deswegen vom Jäger zum Gejagten. Jetzt wird schon etwas. Es könnte jetzt etwas schwieriger werden. Ah, Hurensohn. Was war das bitte? Die ist in der Luft hängen geblieben. Okay. Erster Tod im Let's Play. Au. Missgeburten, Mann. Alter, wie sie nicht an ihm stacken wollen.
Eieiei, ist das eine Scheiße. Okay. In den nachfolgenden Halo-Teilen funktioniert das. Ohne dass man auf den Sack kriegt. Ah, du Bastard! Komm her! Komm her! Komm her! Wir regeln das wie echte Männer. Bam! 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 Ihr seht es! Show Reaper ist so gut, er besiegt Jäger im Nahkampf. Wir haben den Lift erreicht und warten auf Verstärkung. Rutschen. Rutschen. Na gut. Verdammte Scheiße! Sobald wir drin sind, kann ich nach dem Neural-Interface des Captain suchen. Er wird vermutlich im oder beim Gefangenentrakt des Schiffs sein, was unsere Suche. Sind eigentlich alle Marines tot oder so, sonst kommen noch immer Marines. Ah nee, die bringen mir nur Marines. Landezone ist gesichert, Echo 419. Einfach runter damit. Los, 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 aussteigen. Hier, da. Wow, da ist der. Alter, ich muss da rein. Ich muss da rein, da sind Medikits. Hurensohn! Ich wollte mit. Und wir gehen jetzt darauf. Digga, ist der hässlich. Das Geräusch aber auch. Oh ja. Ich erfasse den CNI-Transponder des Captains. Bisher keine Verteidiger. Ein Race. Die kann man ja jetzt noch nicht fahren, aber schau mal, wie sahen die früher aus, weil die sahen auch schon ziemlich... Nein, 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 nein. Der Wichser mit dem der unsichtbare Wichser mit dem Schwert. Auf höherer Schwierigkeit pisst er einen viel mehr an. Bam. Ja, so läuft das. Ja, okay, warte, 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 warte. Gute Granate. Was hat er gerade gesagt, du Schlampe? Die Marines sind wie ich. Das gefällt mir. Okay, alle sind tot. Tot gemacht. Suchen wir sie. Ja, da kommen sie. Da sind die nächsten. Wiedersehen. Boom. 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 Haha. Ja, der ist natürlich noch warm. Ich bin gerade erst umgebracht. Da sind auch noch welche. Master Chiefs Todespunch. Was? Wie hat der sich hinter mich geschlichen? Oh, eine Unsichtbarkeit. Die hatte ich nicht mal gesehen. Die hatte ich nicht gesehen. Haha, er weiß nicht, was auf ihn schießt. Er weiß nicht mal, was den Fäuste mitgibt. Aber ich weiß es, denn ich bin es. Der unsichtbare Master Chief. So läuft das Spiel. Unsichtbarer Soul Reaper Master Chief. Unsichtbarer Soul Reaper Master Chief. Bestes. Wetten wir dies zu. Wir können versuchen, über die Seitengänge weiterzukommen. Geben wir leichte Ziele ab. Wir können diese Position halten, wenn sie eine Möglichkeit finden, die Tür von der anderen Seite. Ja, weil der Gang nicht irgendwie breit wie scheiße ist, Mann. Also. Chief, vielleicht kann ich diese Tür irgendwie öffnen. Ja. Das funktioniert auch. Aber Leute, bevor diese Tür jetzt geöffnet wird, ja, und bevor ihr seht, wie es weitergeht, ja, mache ich mal Schluss mit der Aufnahme. Und ja, das war so eigentlich alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Und vergesst eins nicht, Soul Reaper schlägt Jäger tot. Und in diesem Sinne, tschüss.